Ja, Franco Foda, wir haben es jetzt schon gehört, das Team hat sich seit Montag in Saalfelden auf das morgige Unica-Länderspiel gegen Lettland vorbereitet. Die Spieler, die Mannschaft ist jetzt nach Salzburg übersiedelt. Ja, wie sind die Spieler drauf? Welchen Eindruck hast du aus den Trainings bisher erhalten? Ja, sehr gut. Die Mannschaft hat sich in dieser Woche sehr gut präsentiert. Sie haben sehr, sehr konzentriert, engagiert auch trainiert, gearbeitet und ja, wir haben uns gut vorbereitet, haben in den ersten Trainingseinheiten klar etwas regeneriert. Gestern haben wir dann am Angriffsverhalten gearbeitet und heute wird noch das Defensivverhalten am Programm stehen und ja, dann sind wir bestens vorbereitet und dann gilt es einfach morgen in unserem Heimspiel wieder alles abzurufen und klar, wir müssen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wie ist jetzt der Gegner Lettland einzuschätzen? Ja, sie haben klar von den Ergebnissen haben sie nicht gut performt, aber sie haben gerade gezeigt in Polen, dass sie vor allen Dingen in der Defensive sehr kompakt stehen können. Ist eine Mannschaft, die bei Standards sehr gefährlich ist, die ein gutes Umschaltspiel hat in Kontersituationen. Aber in Polen hatten sie zwei, drei sehr, sehr gute Möglichkeiten, um auch in Führung zu gehen. Das haben sie versäumt. Das heißt mit anderen Worten, dass es eine Mannschaft ist, die einmal sehr defensiv agieren kann. Darauf sind wir auch vorbereitet. Für uns wird es ganz wichtig sein, dass wir vor allen Dingen dann auch, wenn wir in der Vorwärtsbewegung sind, wenn wir den Ball verlieren, dass wir relativ schnell wieder in das Umschaltspiel kommen, ins Gegenpressing, dass wir dann auch keine Kontersituation zulassen. Julian, du bist ja gebürtiger Salzburger. Ist es für dich morgen deshalb auch ein ganz besonderes Spiel? Natürlich. Dadurch, dass wir nicht so oft hier spielen und das letzte Länderspiel doch 6 Jahre zurückliegt, ist es was Besonderes. Familie, Freunde werden alle im Stadion sein und ich freue mich immer wieder hier zu sein. Wie wollt ihr morgen gegen Lettland auftreten? Ihr habt den Gegner ja auch schon analysiert. Ja, dominant. Wir wollen von Beginn an zeigen, dass wir ein Heimspiel haben, das wir unbedingt gewinnen wollen, um in der Gruppe besser dazustehen und ja, das ist von der ersten bis zur letzten Minute unser Ziel, tonangebend zu sein. Ich bitte um eure Fragen. Andi Felber beginnt. Ja, eine Frage, die offen ist, vielleicht können Sie uns die schon beantworten. Wer wird morgen im Tor spielen und wenn Sie es uns noch nicht beantworten, wissen Sie schon, wer im Tor spielen wird? Also ich weiß schon, wer im Tor spielen wird, ich werde es dann auch morgen den Torleuten mitteilen und auch Torleute haben in dieser Woche alle gut gearbeitet. Jeder wieder seine Möglichkeit, morgen auch zu spielen. Und ja, alle, die ich nominiert habe, haben mein absolutes Vertrauen. Und der wird dann morgen spielen, von dem wir dann auch in dieser Woche den besten Eindruck gewonnen haben. Florian Haselmeier. Vielleicht daran anschließend gleich eine Frage. Derjenige, der morgen das Vertrauen kriegt gegen Lettland, ist das für Sie quasi auch der Plan, den dann am Montag in Polen einzusetzen oder wird das dann wieder neu bewertet? Nein, für uns ist jetzt mal das wichtigste Spiel gegen Lettland und dann beschäftigen wir uns mit dem nächsten Spiel gegen Polen. Mhm. Mario Hochgerner hat die nächste Frage. Ich bleibe gleich beim Tormann-Thema. Ist es von Ihnen beabsichtigt, den Tormann es erst morgen zu sagen, dass er spielt, damit er die Nacht nicht drüber schlafen muss oder reizt es auch die Spieler heute noch mal mehr, nicht zu wissen, wer morgen tatsächlich spielt? Nein, ich werde das den Torleuten erst morgen mitteilen, weil wir haben heute noch eine Trainingseinheit, morgen am Vormittag noch eine Trainingseinheit und alle drei Torleute sollen sich einfach so vorbereiten, dass sie am Morgen, als ob sie morgen spielen würden. Hubert Giegler. Frage in dem Fall an den Julian, weil du schon sehr lange im Team bist. Ihr habt euch in ziemlicher Ruhe jetzt vorbereiten können auf dieses erste Spiel. War es schon einmal ruhiger? War es schon einmal ruhiger überhaupt oder war das die ruhigste Vorbereitung deiner Teamkarriere? Es war definitiv ruhig, das ist richtig. Die Bedingungen waren auch, glaube ich, so gewählt, dass man alles zusammen sehr separat haben. Wir haben zum Platz spazieren können, auch relativ überschaubare Trainingseinheiten gehabt, einfach aufgrund der Kürze des Lehrgangs, aber es war wirklich sehr ruhig, sehr gut,
sehr punktuiert. Wir sind ja doch jetzt schon einfach schon bald an der Halbzeit der Quali angelangt. Da sollte eigentlich eine gewisse Ruhe einkehren. Ja, und wenn die Ergebnisse kommen, könnte es noch ruhiger und euphorischer werden. Also die Ruhe ist schon sehr wichtig, also für dass man alles sehr eben für die Konzentration bei der Vorbereitung und so nicht. Das ist das unumgänglich eigentlich. Ja, im Gesamtpaket natürlich von Vorteil, wenn man eine ruhige Phase hat, in der wirklich alles von allein läuft. Frage an den Teamchef. Ich weiß, das Wort Pflichtsieg ist verpönt. In diesem Fall wissen wir alle, dass wenn dieses Spiel nicht gewonnen wird, es ziemlich schlecht ausschaut. Was, nachdem wir da in einer sehr schönen Umgebung sind, was hat man sich einfallen lassen, damit eben für das Team nach diesem Spiel nicht Hopfen und Malz verloren ist? Sehr negative Frage. Nein, also generell gibt es ja, na klar, man redet immer von Pflichtsiegen, aber ich denke, man sollte vor jedem Gegner Respekt haben. Das haben wir auch. Habe auch der Mannschaft mitgeteilt, dass es für uns kein einfaches Spiel wird, weil, wie gesagt, Lettland eine Mannschaft ist, die in der Defensive sehr gut spielen kann, die im Konter gefährlich ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn man zur EM will, 2020, dann müssen wir einfach unsere Heimspiele gewinnen. Und wir haben morgen ein Heimspiel und wir werden alles daran setzen, um dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben uns dementsprechend vorbereitet. Wir sind auf alle Szenarien vorbereitet. Das heißt, einmal erwarten wir vielleicht den Gegner sehr, sehr defensiv. Dann müssen wir gut im Positionsspiel sein. Wir müssen Lösungen haben auf kleinen, engen Räumen. Und darüber hinaus haben wir auch am Umschaltspiel gearbeitet. Andreas Felber. Kann, soll, wird das schnelle Tor oder ein schnelles Tor der Schlüssel zum Erfolg sein? Ist das so eine Art Dosenöffner gegen Lettland? Es könnte sein, würde die Aufgabe sicher etwas leichter machen, aber ist nicht zwingend notwendig, sondern glaube auch in solchen Spielen ist immer wichtig, dass man auch die nötige Geduld aufbringt, dass man dann auch in gewissen Situationen nicht hektisch wird. Und das hat, glaube ich, auch die Mannschaft gerade auch in den letzten beiden Spielen bewiesen. Ja. Gegen Slowenien haben wir ja auch von Anfang an viel Druck erzeugt. Wir wollten ein schnelles Tor erzielen. Das ist uns leider Gottes nicht gelungen, obwohl wir doch einige Möglichkeiten hatten, um in Führung zu gehen. Aber die Mannschaft hat dann geduldig weitergespielt. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit das erlösende Tor dann auch erzielt. Ja. Und Nordmazedonien waren wir sogar in Rückstand. Auch da haben wir Ruhe bewahrt, haben einfach an unserem Plan geglaubt und haben dann auch die nötigen Tore erzielt. Und genauso muss es morgen auch funktionieren. Frage an beide. Ich habe auch in den letzten Tagen mit einigen Spielern gesprochen und die Frage gestellt, was die Toreffizienz betrifft. Und alle haben gesagt, da müssen wir besser werden, da müssen wir uns an die eigene Nase nehmen. Habt ihr auch im Training jetzt gemerkt, dass dieser Wille zum Tor vielleicht noch ein bisschen stärker vorhanden war als zuletzt? Oder ist das etwas, was einfach kommen muss während eines Spiels und dann fallen vielleicht Tore wieder auch gegen so einen Gegner wie am Fließband? Also jeder will Tore erzielen und glaube auch, dass gerade die Angreifer immer hungrig und auch gierig nach Tore sind. Und klar, wir müssen einfach im Torabschluss effizienter werden, wir müssen einfach noch klarer sein, noch entschlossener in den Abschlussaktionen. Johannes Hofer. Was ist denn der Unterschied zwischen dem englischen Arnautovic und dem chinesischen Arnautovic? Kein großer. Er ist genauso positiv, wie er schon immer war und er hat auch jetzt im Training sehr engagiert trainiert und er ist nach wie vor ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Nationalteams. Eine Nachfrage von Johannes Hofer? Ja, dann hätte ich noch eine Frage an den Schulz. Jetzt hat sich im Mittelfeld in deiner Abwesenheit doch einiges getan, es haben Spieler aufgezeigt. Wie würdest du sagen, dass da Weiterentwicklung irgendwo stattgefunden hat oder wie würdest du die Entwicklung beschreiben, die stattgefunden hat? Sehr positiv. Also ich habe es die letzten Jahre immer wieder betont, auch in den Zeiten des Umbruchs und auch des Trainerwechsels, wo einfach auch der Kader sich verändert hat, haben immer wieder betont, dass es wichtig ist, Konkurrenzsituationen zu schaffen, den Kader in der Breite so vielleicht zu entwickeln, dass man wirklich Qualifikationen und Turniere dann mit mehreren Optionen auf verschiedenen Positionen spielen kann.
Und ja, ich glaube, das hat man jetzt da gesehen. Die Spieler, gerade eben die jetzt da reingerutscht sind oder die jetzt auch nicht gerutscht, das hört sich immer nur so durch Zufall an, sondern das war schon auch harte Arbeit und verdient in den Vereinsspielen, in den internationalen Spielen. Die haben bewiesen, dass sie das können. Das haben wir im Training vorher schon gewusst und ja, ich bin sehr froh, dass wir ganz, ganz viele Optionen mittlerweile im Mittelfeld haben. Hubert Giegler. Frage an den Team oder an vielleicht an beide, den Teamchef. Fußballer, Nationalfußballer treten zurück, Sportler, andere Sportler treten auch zurück. Im Team zeichnet sich wieder ein Generationswechsel ab. Gibt es im Team die richtige Mischung zwischen jung und unter Anführungszeichen alt? Zuerst vielleicht einer der etwas im etwas fortgeschrittenen Fußballalter schon zu ist und dann bitte Teamchef. Ja, natürlich ist das auch ein Prozess, den ich mitverfolge. Und jetzt, wenn man Anfang 30 ist und merkt auch so die Kollegen, mit denen man selber die Zeit in der U21 und dann im A-Team 10 Jahre lang bestritten hat, dass dann immer viele da sind, dann weiß man, dass das so ist und dass auch dann die Spieler, die dann wiederum nachnominiert werden oder mit im Kader sind, auf einmal andere Themen haben als man selber. Aber nichtsdestotrotz ist das auch das Schöne an dem Teamsport und an dem Nationalteam, dass man immer wieder verschiedene neue Eindrücke bekommt und aus diesen Dingen auch stärken und Kraft ziehen kann. Für mich ist es trotzdem sehr bereichernd und ich fahre immer wieder sehr gern her und werde so viel und so lange ich kann beim Nationalteam spielen. Julian hat im Prinzip ja schon alles gesagt, er ist eh im besten Fußballalter noch, also mit 30 und nein, ich glaube, es kommt einfach auf die Mischung an, auch innerhalb einer Mannschaft. Nur mit jungen Spielern wirst du keinen Erfolg haben, ist immer wieder die Balance wichtig, dass du auch erfahrene Spieler hast, die gerade auch in schwierigen Situationen, die ja immer wieder auch in einem Spiel vorkommen, dass sie dann auch die jüngeren Spieler führen und Mischung ist einfach entscheidend. Mario Hochgerner. Wenn wir schon bei Abschieden sind, wie habt ihr gestern den Abschied von Marcel Hirscher miterlebt vom Fernseher? Es war ja doch ein denkwürdiger Tag für Sport Österreich. Ja. Wie miterlebt? Ich glaube schon, das hat jeder miterlebt, hat er die Berichterstattung in den diversen Medien oft nachverfolgt. Das ist natürlich was Besonderes, wenn so ein Sportler gerade noch am Höhepunkt aufhört. Ich bewundere sowas. Ich kann sagen, es ist nicht selbstverständlich, zum einen so ein Sportler zu sein und auch dann die Größe und die Persönlichkeit und vor allem den Mut zu haben, das dann zu dem Zeitpunkt zu machen. Ich glaube, wir wären alle froh gewesen, wenn wir weiterhin nur 5 Jahre als Gesamtweltcup-Sieger zujubeln hätten können, was er wahrscheinlich geworden wäre, aber ich respektiere die Entscheidung zutiefst und verneige mich vor so einem großen Sportler. Die nächste Frage. Vielleicht an Julian, die Stadionsdiskussion ist ja doch jetzt ein bisschen aktueller geworden. Macht es für euch Spieler einen Unterschied, ob man jetzt in Salzburg oder in Wien zum Beispiel spielt? In der aktuellen Situation macht es keinen Unterschied, weil wir es nicht anders kennen. Also es gibt seit ich beim Team bin, gibt es keinen fixen Punkt. Wir vielleicht emotional und historisch haben wir doch mit dem Ernst-Happel-Stadion eine Mitte und ein Zentrum und vor allem von den Erfolgen der letzten Jahre speziell schon einen Lieblingsspielort. Aber ich denke, gerade auch um mithalten zu können mit anderen Nationen und auch der Entwicklung der Mannschaft zuliebe, wäre es natürlich gut, irgendwann einmal Konstanz in das ganze Thema reinzubringen. Ob ich das zu Spieler und Lebzeiten noch mitbekommen werde, weiß ich nicht. Peter Altmann. Wenn ich da kurz nachhaken darf, da klingt ein bisschen Enttäuschung drüber durch, über diese ganze Debatte oder auch die Absage der Stadt Wien. Würdest du da mehr Rückendeckung vielleicht auch von Seiten der Politik wünschen? Nein, Enttäuschung ist es absolut nicht. Das ist natürlich ein Thema, das uns beschäftigt. Und wir sehen, ich glaube, der Drago hat es am letzten Lehrgang angesprochen, ich war nicht dabei, aber wie die Mazedonien dann das doch hinbekommt, ein Trainingszentrum auf die Beine zu stellen. Und wir dann nicht einmal wissen, wo das stattfinden sollte oder wo es mal angedacht werden könnte, ist natürlich schade, weil ich glaube, es könnte schon mehr Hand in Hand Politik und Sport zusammenarbeiten. Aber ich habe da zu wenig Einblick, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß, was für Aufwand es bedarf, das auch anzuschieben. Aber natürlich wäre es wünschenswert und wir sehen, wie es funktionieren kann. Deswegen hoffen wir, dass es auch irgendwann funktioniert.
vielleicht kurz eine Nachfrage auch an den Teamchef zum Thema Stadion, die Meinung und vor allem, wie wichtig es wäre, einmal ein Trainingszentrum zu haben, wo man regelmäßig arbeiten kann. Ja, absolut wichtig. Ich glaube, das ist generell für, also nicht nur für das A-Nationalteam wichtig, dass wir mal in einem oder ein eigenes Stadion haben, wo wir dann auch regelmäßig spielen können. Man, das ist zwar jetzt auch in Wien vorhanden, aber ich glaube, das Stadion hat etwas Aufholbedarf und jetzt gilt es einfach, nicht nur über Stadion zu reden, sondern es geht auch um die Infrastruktur, ja, um Trainingsplätze und dass man dann auch in Verbindung auch mit den Nachwuchsmannschaften, dass man ihnen dann auch die Trainingsmöglichkeiten dementsprechend bietet. Also in Sachen Infrastruktur haben wir extremen Nachholbedarf und ich denke, dass wir da schleunigst handeln müssen. Gerhard Oellinger. In der bisherigen Saison hat der LASK in der Champions-League-Qualifikation sehr stark aufgezeigt, demnächst wird Red Bull Salzburg in der Champions-League-Gruppenphase spielen. Was kann man von dem Spirit mitnehmen, dieser beiden Clubs? Was bringen auch die Spieler von diesen Clubs jetzt ein vor den Länderspielen? Ja, Gott sei Dank. Sie haben den österreichischen Fußball auch international sehr gut vertreten. Red Bull Salzburg ja schon in den letzten Jahren, jetzt auch der LASK Linz. Und ja, sie haben beide Mannschaften haben für uns sehr interessante Spieler, habe ja auch den einen oder anderen nominiert. Und ich hoffe, dass sie dann auch den Schwung, den sie in den eigenen Vereinsmannschaften hatten, dass sie den auch hier zum Nationalteam mitbringen. Wenn es, ach, bitte. Latvian Media, good afternoon. A question for the coach. Can we expect from you the most attacking lineup and most attacking tactics, because Latvia is the last team in the group? Ich wollte sagen. Bitte ins Mikrofon sprechen. Können wir erwarten, maximal aggressive oder Taktik und Mannschaft in dem Spiel? Weil Lettland hat ist die letzte Mannschaft oder die schlechteste Mannschaft in dieser Gruppe. Ja, ich habe es ja am Anfang der Pressekonferenz schon mal erwähnt, dass sie zwar im Moment Gruppenletzter sind, aber dass sie schon in Polen bewiesen haben, dass sie gerade in den Kontersituationen für jede Mannschaft sehr gefährlich sein können. Gibt es eine weitere Frage? Wenn dem nicht so ist, darf ich mich herzlich bei euch bedanken. Noch Informationen zum morgigen Spiel. Es sind bis dato über 15.000 Tickets abgesetzt. Der ÖFB empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. die Nutzung der Auffangparkplätze inklusive Shuttle-Service beim Messezentrum sowie im Design-Outlet Salzburg. Die Eintrittskarte berechtigt zur Gratisnutzung der Bus- und Bahnlinien des Salzburger Verkehrsverbands ab 14.45 Uhr. Die Stadionöffnungszeit ist um 18.45 Uhr, also 2 Stunden vor Spielbeginn. Bereits heute im Einsatz ist das neu formierte U21-Nationalteam, das zum Auftakt der EM-Quali auswärts auf Andorra trifft, zu sehen auch live auf ORF Sport Plus.